Ja, zu meiner linken Seite sitzt mein guter Freund Lukas Nilsson. Ein sehr netter, sympathischer junger Mann mit prachtvollen, langen, blonden Haar, das wahrscheinlich viele andere Frauen auch gerne hätten. Einfach ein sehr guter Kerl, ein guter Mensch und ein sehr, sehr guter Freund. Ja, und neben mir habe ich Nikola Bilic, mein österreichischer Freund. Ein sehr netter Kerl, sympathisch, so wie er zu mir gesagt gerade. Ein sehr lieber Mensch und ich bin sehr glücklich, dass Nico hier bin. Also mit Victor rede ich eigentlich so, wie ich immer rede. Ich versuche, meine Sprache nicht zu verstellen. Seitdem ich hier bin, natürlich versuche ich mich da ein bisschen anzupassen, aber wenn ich mit Victor spreche, dann ist es halt meine normale österreichische Sprache. Ja. Also, Schlagobe, ich habe wirklich keine Ahnung, was das bedeutet. Kannst du mir erzählen? Du weißt, was Schlagobers ist, oder? Was? Schlagobers ist Sahne, weißt du? Ja, das habe ich nie gehört. Ja, also das Gericht schmeckt mir auf jeden Fall auch in Wien am besten oder in Österreich. Wie viele davon in meinen Magen passen? Das ist eine gute Frage. Ich denke aber, dass das schon einige sein könnten. Also aber wenn du eine richtig große bekommst, dann schaffst du nicht zwei, glaube ich. Doch. Also du bist schon eine Maschine beim Essen, aber schon so viel schaffst du nicht. Wir können es ja mal versuchen. Ja, können wir. Für meine Haare, ich brauche nicht so viel Zeit, weißt du. Ich hab schon Erfahrung jetzt mit meinen Haaren. So. Ich brauche maximal 2-3 Minuten. Ja, das ist ein sehr heikles Thema. Ich glaube, du kennst das auch mit deinen starken Beinen. Das ist nicht so einfach, da etwas zu finden in der richtigen Größe. Ich mag Mode, aber ich denke, dass ich das lieber im Internet suche und mir nach Hause bestelle, weil da auch die Zeit fehlt, groß shoppen zu gehen. Ich habe viele Vorbilder gehabt in meinem Leben, aber momentan muss ich das sagen, das ist mein Papa, das ist Nummer 1 für mich. Er hat alles für mich gemacht in meinem Leben und ja, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich immer meinen Papa anrufen und er ist immer da für mich. Ich war mit 19 Jahren schon in Kiel, war auf mich am Anfang auch auf mich alleine gestellt und natürlich ist das dann etwas anders und ja, man lernt einfach früher erwachsen zu werden. Im Herzen ist man aber trotzdem noch immer ein Kind und ja, wenn man dann so Mitspieler hat, die auch in seinem Alter sind, dann ist das natürlich immer schön, mit denen Zeit zu verbringen und auch, ja, sag ich mal, über andere Dinge mal wieder zu sprechen als über den Alltag und ja. Aber ich denke schon, dass diese Verantwortung, die man bekommt und je früher man von zu Hause weg ist, umso schneller wird man auch erwachsen. Uff, meine Dreherqualität. Kannst du Nico fragen? Ich bin 100% bei meinen Drehern. So, Nico nicht. Letztes Mal, wir haben gegen Österreich gespielt, hat er eine Dreher verschossen. So, ich bin ganz stolz, dass ich habe 100% beim Dreher, aber Nico nicht. Ja, aus einem Wurf, das ist nicht so. Also, die Quote ist okay, aber... Ja, du machst 75 ungefähr. Also das ist okay, ja. Aber nicht auf meinem Niveau. Ja, okay. Also ich hätte auf jeden Fall was mit Sport gemacht, das ist gar keine Frage. Ich habe früher viel Fußball gespielt. Ich glaube, dafür wäre ich ein bisschen zu groß. Basketball ist auch eine große Leidenschaft von mir, das weißt du ja. Ich glaube, dass es dann in diese Richtung gegangen wäre. Ja, und sonst bin ich glücklich, dass ich Handballer geworden bin. Zum Glück war diese Frage nicht für mich. Meine erste Tattoo, hier innen habe ich gemacht, My Family is my Inspiration. Meine Familie, meine Schwester, meine Mama und mein Papa, die bedeutet meistens für mich. Und ich kann immer auf dieses Tattoo gucken und auf meine Familie denken. So ja, natürlich hat das eine besondere Bedeutung in meinem Leben. Gut, wir sind, wenn wir Auswärtsspiele haben, immer zusammen im Zimmer. Da machen wir eigentlich fast immer das Gleiche. Sehr cool. Aber
Wir sind immer zusammen essen vor dem Spiel, wenn wir in Kiel spielen. Da sind wir immer. Außer Spiel auch. Ja, ja, okay, aber da gehen wir auch meistens in dasselbe Lokal immer und essen auch fast immer das Gleiche. Also ich habe einige Rituale, aber ja, nichts Besonderes. Ja, ich habe nur meine Haarrituale, das ist das Einzige, was ich habe. Nico, wann hast du das letzte Mal gekocht? Ja, das ist das, was du nicht Nico fragen. THW hat den Triple geholt. Bin ich dafür. Manchmal nutzt man die Zeit, einfach auch ein bisschen zu Hause zu sein und sich zu entspannen und sich auszuruhen. Andererseits ist es auch so, dass ich dann öfter mal mich mit Mannschaftskollegen treffe, Kaffee trinken gehe am Wasser, bei gutem Wetter natürlich auch. Ab und zu fährt man nach Hamburg, weil das auch nicht weit weg ist und ja. Ich fahre manchmal nach Hause, ich habe nur 4 Stunden mit Auto nach Öster, so dann treffe ich, kann ich auch meine Familie treffen, das ist auch ganz schön. Wir sind hier beim THW. Ich denke, dass unsere Ziele in dem Sinne dieselben sind. Wir wollen so viele Titel wie möglich holen hier und so erfolgreich sein, wie es nur geht. Ich hoffe, dass wir noch hier lange zusammen spielen können und dass einige schöne Momente noch auf uns zukommen werden. Schwarz oder weiß? Du bist laut. Ja, klar. Gibt es die Mitte? Was ist das? Sekt oder Seltzer? Nichts von beiden. So. Ich bin ein Romantiker. Ich bin auf Neues. Oh mein Gott. Nee. Läuft oder? Komm. Geht schon? Ja. Nein! Fuck, du hast so ein Glück gemacht. Sorry, not sorry. Ja, 1-1. 2-1. Jawohl. Richtig gute Qualität. Hast du wieder Aufschlag gehabt? Nee. Wie steht's? Keine Ahnung. Ich komm zurück jetzt. Ja. Meine Fresse. Netz. Nee. Doch, sicher. Aha. 8-3. Ja, ja. 9-3. Komm, ey, Scheiß Aufschlag. Ich hab Matchball. Ah, ja, locker. Ah, meine Wohnzimmer, ja. Alles gut, Bruder.